So, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Lieben. Und zwar heute geht es unter anderem auch um, so einen kleinen Rideout. Und den Rideout verbinden wir natürlich mit dem TÜV. Ja, meine Maschine muss zum TÜV. Und zwar wird Folgendes gemacht, das zeige ich euch einmal gerne. Den Lenker hier und, kann man das erkennen? Der Kennzeichenhalter. Werde ich aber später nochmal genau drauf eingehen. Jetzt muss ich aber los. Das heißt, anziehen, fertig machen und direkt losfahren, beziehungsweise ich sitze schon auf dem Bike, jetzt nur noch Handschuhe an und dann geht das los. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen und lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn alles gut läuft, machen wir hinterher nochmal auf entspannten Soundcheck. Ich hoffe, das kriege ich auch nochmal alleine hin, wird aber tatsächlich ein bisschen schwerer. Aber wir fahren jetzt erstmal los, wir sind ein bisschen im Zeitdruck. In diesem Sinne, genießt das Video und seid kein dominanten Gummi. Bis gleich. Das war nix. So, meine Freunde, jetzt seht ihr, ich habe die Maschine gestartet und jetzt werden wir auf jeden Fall direkt weiterfahren. Ich muss nur noch ein Dokument ausdrucken, aber es sollte jetzt losgehen. So. Lenker muss eingetragen werden und natürlich auch hinten der Kennzeichenhalter. Bin ein bisschen im Stress, ich habe noch mal eine ABE vergessen, beziehungsweise das Gutachten, das Teilegutachten für den Kennzeichenhalter. Habe ich jetzt schnell ausdrucken lassen. Natürlich hat jeder Laden zu und trotzdem haben wir es jetzt geschafft. Und jetzt geht es auch schon weiter. Ich hoffe, wir schaffen das zeitlich noch. Also, drive safely und wir gucken mal. Achso, entschuldigt bitte die Tonqualität, die wird sich definitiv noch ändern. Freunde, ganz wichtig, ich habe was vergessen, und zwar muss ich noch die Dinger hier anbringen, also sprich vorne an der Gabel, die Reflektoren und hinten.
ganz richtig, das mache ich jetzt einmal schnell. Das habe ich nämlich auch vergessen. Seht ihr? So, Freunde, nochmal ganz wichtig hier, damit ihr das auch einmal wisst, die Rückstrahler müssen ran. Links sowie auch rechts. Ich zeige euch das nochmal von der anderen Seite. So, hier ist auch einer dran. Plus, ganz wichtig nochmal, sonst kriegt ihr keinen TÜV, ebenfalls auch hier der Rückstrahler. Der nette Herr hat mir gerade gesagt, dass der auch mittig sitzen muss, also zentral, nicht unterm Kennzeichenträger, weil bei den meisten Harleys ist es ja so, oder allgemein Chopper, dass das Kennzeichen, wie er mir gerade gesagt hat, so schräg nach oben geneigt ist. Und da strahlt es ja halt nicht zurück zu demjenigen, der es anleuchtet, sondern eher nach oben. Also ganz wichtig, zentral. Haben wir also gemacht, sind also soweit sicher. Jetzt macht er die Prüfung. Jetzt macht er einmal eine Abgasprüfung, sagte er mir. Und dann soll es auch schon weitergehen, beziehungsweise wird das dann, denke ich mal, alles eingetragen. Es ist alles soweit gut. Sichtprüfung hat er gemacht, Fahrprobe hat er gemacht, er hat geguckt, ob die Bremsen funktionieren. Weil TÜV muss ich ja auch machen, TÜV ist auch abgelaufen. Ja, also TÜV wird gemacht und Lenker sowie auch Kennzeichenhalter wird eingetragen. Ja, wir warten jetzt, bis er fertig ist und dann geht es auch schon weiter. Da muss ich zum nächsten, zur Physiotherapie. Ganz wichtig, weil Rücken ist im Arsch. Deswegen nicht so geil. In diesem Sinne, bleibt dran. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn alles eingefangen ist. Bussi! So, meine Lieben, wie ihr erkennen könnt, bin ich jetzt hier schon wieder in Montur. Er schreibt jetzt nochmal das Gutachten fertig und trägt alles ein, das, was sein muss auch. Und sie ist durch den TÜV gekommen, finde ich erstmal richtig geil, weil das sind weniger Kosten für mich. Und Lenker wurde eingetragen, sowie auch der Kennzeichenhalter von 8-Ball Customs. Lenker ist von Fehling, kann ich euch gerne einmal verlinken. Und den 8-Ball Customs Kennzeichenhalter, den werde ich euch ebenfalls einmal verlinken unten in der Videobeschreibung. Zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Richtig geil, sieht todesgut aus. Ich habe das Glück gehabt, dass ich das von Kollegen gekriegt habe. Ja, ich bin mega zufrieden. Und ja, jetzt heißt es einfach nur noch warten. Ach ja, ganz wichtig, die Kosten für diesen gesamten Umbau sind plus, also beziehungsweise nicht für den Umbau, sondern für den TÜV und die Eintragung der Kennzeichenhalter sowie des Lenkers, sie liegen bei 210 Euro insgesamt. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wenig, weil ich hätte bei einem anderen TÜV beziehungsweise bei einem anderen Gutachter hätte ich allein schon nur für die Eintragung über 300 Euro gezahlt. Und hier habe ich das Glück gehabt, 210 Euro mit inklusive TÜV. Also besser geht's gar nicht, Freunde. Besser geht's gar nicht. So, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich setze mich jetzt wieder aufs Bike und fahre nach Hause. Seid kein Dominik Gummi. Ganz wichtig, abonnieren, folgt mir auf Instagram, auf Twitch für Livestream, falls ihr irgendwie mal sagt, ey, ich will mal mit den Typen kommunizieren und schreiben. Da antworte ich halt live auf eure Kommentare. Oder auch halt auf YouTube, da bin ich manchmal auch im Live. Das hat ja auch ein paar Mal schon geklappt. Also gönnt euch die Scheiße und vor allen Dingen habt Spaß und abonniert diesen Kanal. In diesem Sinne, seid kein Dominik Gummi, euer Vin Walder. Bussi!